Ja, moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drank Fever, mittlerweile Folge 15. Und ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, die Verbindung nach Alsleben zu bauen. Und was ich da noch kurz schauen wollte, weil der Bahnhof kommt mir etwas kurz vor. Ja, genau, das ist nämlich bloß ein 240er, und das ist eher schlecht, denn wir möchten hier natürlich auch irgendwo mal ja ein ICE fahren lassen, und den würde ich dann doch gerne hier durchfahren lassen. Jetzt bin ich ja am überlegen, den Bahnhof nochmal abzureißen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das da vorne machen. Auf jeden Fall das hier mal abreißen. Vor allem hier geht's auch ziemlich steil hoch. Passt auf, ich speichere mal kurz. So. Und dann probieren wir das mal, dass wir den abreißen. Boah, da baut gerade so ein Haus so schön hier nebenher. Weil der ist sehr, sehr teuer, der Bahnhof. Der ist sehr teuer. 15 Millionen. Weil der IC, also ich möchte auf jeden Fall den IC, oder den lassen wir hier nicht fahren, dann lassen wir den ICE 3 fahren und den ICE 1 den lassen wir dann nicht hier fahren. Ich glaube, wir lassen es einfach, weil ich will jetzt nicht nochmal 15 Millionen ausgeben. Das ist gesponnen. Ja. Auf jeden Fall müssen wir hier mal das hier abreißen. Und dann irgendwie mal hier hochkommen. Am besten irgendwie mit 160. Machen wir mal so. Und dann geht's hier rein. Und dann wollen wir hier rüber. Das heißt, wir könnten hier einen Tunnel machen. Aber das ist natürlich scheiße für den Verkehr, weil dann können hier saumäßig wenig Züge drauf fahren. Okay, ganz nach oben ist es schon. Oh yeah. Was kommt denn? Die Baureihe 11. Okay, sogar... Okay, die zwei Citybahnen. Es war cool, dass die Lokomotiven jetzt verfügbar sind, aber die Wagen noch nicht. Was ist, wenn wir hier irgendwo rauskommen? Das wäre mir lieb. Hier so. Aber wir könnten natürlich auch den Tunnel 2 teilen. Was wir sagen mit 200. Ja, und dann geht's hier weiter. Dann würden wir hier rauskommen. Ich glaube, hier wäre mir ein bisschen lieber. Hier, und dann könnten wir hier in dieser Neige weiterlaufen oder weiterfahren und dann irgendwie hier wieder durch den Tunnel runter und dann da rein. Der kriegt natürlich auch das Portal. Jetzt müssen wir mal gucken wegen der Ausrichtung. So.
Okay, da will er jetzt eine Brücke machen, das will ich aber nicht. Was, wenn wir es hier weiterlaufen lassen? Also so in etwa. So. Und dann hier am Berg entlang. Jetzt ist die Frage, machen wir hier eine 200er Kurve, weil das würde dann so aussehen. Oder bremsen wir ein bisschen ab und sagen 175, sagen wir mal 160. 160, 180. So. Dann würden wir hier volle Kanne in den Berg reinkommen. Ja, dann würde ich aber gerne mit dem anderen Gleis anfangen. Das heißt, wir ziehen hier mal unser zweites Gleis rein. Oh, das ist auch ein mega langer Tunnel. Ja, der ist mega lang. Wo ist denn mein Gleis? Hallo? Hier? Oh. Also eine 180er Kurve. Das wäre hier. Und dass wir dann da dann so langsam wieder in den Tunnel reinkommen. So. Und dann hier wieder volle Kanne nach unten gehen. Können wir das machen oder ist das zu heavy? 180 möchte ich gern. Genau. Ah, so können wir es machen. Weil es ist ja immerhin eine Passstrecke. Bin ich bloß am überlegen, was wir hier nachher draufsetzen. Ob wir hier ICEs draufsetzen oder keine Ahnung. Jetzt pass mal auf. Hier ist das andere Dorf, aber da werden wir hier so außen rum gehen. Denn ich möchte nicht noch mehr Tunnels bauen. Probieren wir mal. Was können wir denn hier hinbauen? Ja, wie wär's gerade mit dem hier? Der muss dann aber in, genau, in 320 Meter Länge und 4 Gleise. Da müsste dann das hier erstmal weg. Na? No. So, von der Ausrichtung her, da kommen wir mit unserem Gleis. Könnten wir natürlich noch ein bisschen so gehen. So. Und dann würden wir hier mit unserem Gleis kommen, das würde passen, ja. Sollen wir das aber irgendwie so reinsetzen, dass es hier nicht wirklich jemanden stört. Ja, am liebsten so. Ja, komm, das eine reißen wir noch schnell ab. Bevor der nächste Monat anfängt. So, könnten wir es machen. Das ist die Frage, da kriegen wir ja noch ein Gleis vorbei, jawohl. So, wie wird's denn... Okay, warum sind die alle elektrifiziert? So, wie würde das jetzt aussehen, wenn ich jetzt hier direkt hingehen würde? Okay, da geht's erst geradeaus, Ewigkeiten, und dann... Geht's da in den Tunnel rein? Okay. Dann haben wir hier 244.
Holy shit. Das können wir doch bestimmt auch anders machen. 246 und 100 Eise 30, das ist mir ein bisschen zu langsam. Dann machen wir hier lieber eine 200er Kurve. Eine 200er und dann probieren wir irgendwie noch hier rüber zu kommen. Probieren wir es mal. Okay, da wären wir noch im Tunnel. Oh. 200 und jetzt da rein. Steigung zu groß. Okay. Also wir haben gesehen, da könnten wir wieder eine 180er Kurve machen. Machen wir das mal. So. Wenn jetzt immer noch Kunststeigung zu groß, dann okay. Ja, 178 ist ja noch annehmbar. Das halt eher nicht. Boah, der macht eine ewig lange Brücke. Das müssen wir anders lösen. Ups, Entschuldigung. Wir müssen den Tunnel anders setzen. Das geht so nicht. Wir müssen den Tunnel etwas mehr, wie soll ich sagen, in die Tiefe setzen. Dass wir da schon gut wegkommen. Da könnten wir dann ruhig hier nochmal eine 180er Kurve machen. So. Wo wird man denn dann rauskommen? Oder wir machen hier einfach mal so 180. Und schließen dann da an. Wo ist denn das Ende? Hier. Was es dann als Vorschlag bringen würde. Dann hätten wir auch eine 180er Kurve. Aber wieder so eine riesen Brücke. Was war's? 184. Ja gut, da war ja ein kurzes Stück gerade dabei. Hm. 185 sind es jetzt plötzlich. Ja, okay, wir sind ja am falschen Gleis. 184. So wird. Falsch geklickt. Ziehen wir schon zum fünften Mal dahin. Das würde gehen, ja, bis kurz hier vor dem Tunnelende, während die 300. So in etwa. Jetzt gucken wir mal, ob wir die 184 noch haben. Jawohl. Und da eine Brücke, das würde mir nichts ausmachen. Auf der kleinen Strecke hier. Dann nehmen wir mal die hier. Ja, das, so wird's mir gefallen. Würde ich einfach mal sagen, halt nach dem Tunnel noch schauen. Würde ich einfach mal sagen, okay. So, Gleis 2. Neben. Was geht nicht?
Okay. Bin ich jetzt dumm? Hä, die Gleise sind nicht nebeneinander, oder was? What the fuck? Okay. Hä? Hä? Wie? Verstehe jetzt nicht so ganz. Okay. Machen wir es halt nochmal. So. Warum ich eigentlich alles nicht. Alles klar. Also wir kommen so langsam in den Bereich, wo Ozeanblau angesagt ist. Nicht unbedingt meine Farbe, aber jeder muss es ja für sich wissen. Ja. Okay, also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kann ich denn überhaupt eine Linie hier hinziehen? Probieren wir nachher. So, wir müssen erstmal hier noch eine X-Weiche einbauen. Mit 80. Jawohl. Hier drüben auch. Ah, die hat jetzt plus 70, aber das ist egal. Tun wir schnell abspeichern. Halt nicht neu, sondern das. Ja. Hoppla. Ja. Wir müssen noch ein paar Signale setzen. Signale sind verfügbar. Endlich. Aber nur die? Dann bauen wir mal ein paar von denen ein. Wo sind die Zweier-Signalbrücke? Nicht mehr da. Da ist sie doch. Dann starten wir halt das hier mal ein bisschen mit den Signalen aus. So. Und hier. Dann nehmen wir einmal. Das hier. Und hier bei der Ausfahrt. Wo ist? Soll ich da gleich mit Vorsignal nehmen? Jo. Machen wir einmal so und einmal so. Wunderbar. Hier genauso, einmal so und einmal so. Und als Einfahrsignal das hier. So, dann brauchen wir noch ein paar zwischendrin. Müssen wir
gucken. Wir haben ja da bloß einen 240 Meter Bahnhof. Also brauchen wir auch eigentlich bloß Signale hier im 240 Meter Abstand planten. So. Na gut, das teilen wir uns jetzt auf. Dann kommt der hier wieder eins hin. Dann müssen wir nur so ein bisschen verschieben. Hey, hey, was ist denn los? Dann wäre hier etwa die Mitte. Jo. Dann hier wieder im Tunnelausgang. Und jo, hier etwa. Reicht es dann noch einmal? Ne, dann kommt ja schon die Brücke. Ah, dann machen wir hier noch eins hin. Einfach bloß aus Verwirrung. Und ja, das war's dann auch mit dieser Folge. Nächstes Mal setzen wir dann hier die Züge drauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.